Und willkommen zurück zum Euro Truck Simulator 2. Nachdem jetzt aber endlich mal England besichtigt habe, schauen wir jetzt mal, was wir heute so machen. Ja, wir waren ja in Southampton. Können wir das eigentlich auch mal sehen? Irgendwie nicht so wirklich. Moment, ach da. Genau, muss schieben, aber ja, ich möchte ungern von da weiterfahren. Deswegen schauen wir, was wir hier heute so im Angebot haben. Ja, das Beste ist mal wieder Calais Paris. Heute mal wieder. Und zwar fahren wir da ADR3. Ja, das ist das Einzige, was hier ordentlich was bringt. Heute mal im DAF. Im DAF sind wir, glaube ich, noch nicht gefahren. Bisher. Ja, dann starten wir mal los. LPG. Farm. 21 Tonnen. Was auch immer LPG ist. Irgendeine gefährliche Chemikalie. Wahrscheinlich wieder ein Gas. Ja, so ein bisschen Gas kann man immer gebrauchen, ne? Irgendwie zu heizen. Oder wie auch immer. Ich wäre dir dankbar, wenn du mal ein bisschen schneller laden würdest. Und dann starten wir von euch. Auch wenn die Musik sehr angenehm ist. Okay, Start frei. Ist ziemlich dunkel hier im DAF heute mal. Ich glaube, ich bin irgendwie noch nie im DAF gefahren. Wüsste ich zumindest nicht, dass ich mal im DAF gefahren bin. Ich glaube, das ist heute auch ein bisschen mehr. Ja, dann schauen wir mal, wie sich dieser DAF hier fährt. So, 42 Kilometer stehen. Auf der Strecke. Was macht der überhaupt für eine Lupe? Ach so, eintönig. Ne, da hinten müssen wir noch was. Ja, fahr mal. Ach. Total typisches Aprilwetter hier. In Calais. Aber was auch immer es ist. Und los, 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 los. Fahr, 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 fahr. Sehr gut. Wieder rote Ampel. Wie auch immer, es ist ja mittlerweile kein Wunder mehr. Es ist so ärgerlich langsam mit diesen Ampeln. Jetzt weiter. Jetzt war mal ein erster LKW. Ah, da kommt der Kollege. Schon mit seinen komischen Bauteilen da. Und natürlich der noch viel komischeren roten Ampel. Yay. Super. Super duper hier. Na, fahr. Go, go, go. Fahr, 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 fahr. Jawohl. Erstmal voll dick beim DAF-Lenkrad. Hier erstmal der Airbag. Schön ordentlich eingebaut. Falls irgendwas passiert, springt der Airbag auf. Nein, natürlich nicht. So, hier war der gute MAN-Händler, ja. Zum x-tausend Mal. Ich glaube, von Calais momentan, glaube ich, ist momentan so der Rekord, glaube ich, dass wir sehr häufig hier von Calais aus starten und dann irgendwann nach Paris oder was weiß ich wohin. Und ja, aber warum nicht? Wenn halt der Auftrag am meisten Kohle bringt, dann werden wir auch diesen fahren. Ja, weil so ist das halt mal.
Baustelle hier haben sie immer noch nicht weggekriegt. Das gibt's ja wohl nicht. Ich dachte, die Baustellen sind doch, denke ich, random. Hieß es doch, aber die ist ja ständig, diese Pflastersteine hier. Nein. Nee, jetzt noch nicht blinken. Im Kreisverkehr hat man nicht zu blinken. Ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern vielleicht anders ist, dass man da auch reinblinken muss. Aber wir kennen es so, dass man beim Rausblinken blink blink machen muss. Ich suche gerade, haben wir ob das Licht an? Doch, müssen wir anhaben, weil ich sehe die Lichtanzeige irgendwie in dem Auto nicht. In dem Auto, ja, im Auto vor allem, sondern im LKW viel mehr. Im Auto werden wir es nicht hier finden. Schon mal hier so ein, vielleicht hier so ein nettes Auto. Aber das wollen wir jetzt erstmal nicht. So, auf jeden Fall geht es jetzt hier gleich erstmal auf die A16 und dann schauen wir erstmal weiter. Moment mal. Der will doch nicht wieder im allen Ernstes. Moment. Ja, ist klar. Ja, ganz gewiss. Das kannst du aber schön knicken. Du bescheuertes Landstraßenlabi. Nee, aber nicht mit mir, Freundchen, ja. So. Genau. So. Hier, Paris. Und Dion. Also, auf geht's. Och. Also, auf das Navi verlasse ich mich mittlerweile nicht mehr. Das will uns nur mitten durch die Wildnis schicken. Das sehe ich aber, wie gesagt, nicht ein. Von da ab geht das wunderbar hier über die Hauptstraße. Ja, Hauptstraße. Autobahn. So, lala. Und drauf sind wir. Das Auto hinten erstmal schön abgebremst. Go. Das sind wieder diese Mautbreller, die einfach keine Maut zahlen wollen. Die lieber sagen, ach, fahr mal schön über die Landstraße. Ist ja viel bequemer, da müssen wir wenigstens keine Maut zahlen, wir als Firma. Nee, sehe ich nicht ein. Das können sie knicken, nicht mit mir. Jetzt haben wir auf jeden Fall schön Nacht. Das liebe ich ja so hier in diesem Spiel. Also die Nacht sieht wirklich hier immer richtig herrlich aus. Also ich mag es auch wirklich richtig gern hier so schön bei Nacht zu fahren. Ist richtig angenehm. Hier ist auf jeden Fall der Eurotunnel wieder. Aber da wollen wir diesmal nicht rein. Haben wir schon letztes Mal unser Späßchen mitgehabt. Ja, und man sieht doch, die Strecke ist doch viel kürzer von der Kilometeranzahl. Verstehe das nicht. Muss man auch, glaube ich, nicht verstehen. Auf jeden Fall, links von uns ist der Eurotunnel, da wo es so leuchtet eben. Na gut, also der Tunnel leuchtet nicht an sich, sondern es waren irgendwelche Gebäude, die da standen. Achso, da wird irgendwas gebaut. War gerade ein bisschen irritiert, was die da bauen. Ja, aber so ist ja alles in Ordnung. Also wir haben sehr angenehmes Fahren hier momentan. Es fährt keiner hier in Richtung Paris momentan. Da können wir schön richtig dreist wieder hier mal auf beiden Fahrspuren fahren. Kriegen ja eh keinen abgezogen dafür. Können wir das richtig voll und ganz wieder ausnutzen. So richtig hinterhältig. Aber jetzt erstmal kommt die liebe Mautstelle. Die liebe Mautstelle. Nee, das sind mir zu viele LKWs. Ich fahre hier lang.
Auch wenn ich hier eigentlich nicht lang fahren darf, aber er nimmt es trotzdem an. Start frei in die Mautstrecke, sage ich dazu nur. Go, go! Was macht der LKW jetzt? Fährt er raus? Ja. Ja, konnte er, wir haben ihm Platz gemacht. Da wollen wir auch mal ein bisschen truckerfreundlich sein, wie man so schön sagt. Und weiter geht es hier. Mit diesen wunderschönen Straßenbeleuchtungen hier. Ich frage mich allerdings jetzt gerade, warum wir so langsam fahren. Ich bin wieder voll auf der W-Taste, aber irgendwie schaffen wir es nur auf 50. Was ist denn da los? Ist der... Nee, der Truck ist nicht beschädigt. Ja, also dazu müssen wir schon richtig ordentlichen Schaden reindonnern, dass er irgendwie nicht mehr anzieht, aber jetzt geht's so wieder. Okay. Ja, das war der blöde Rastplatz, der uns irgendwie zum Langsamfahren gezwungen hat. So magische Phantomkräfte. Auf jeden Fall, jetzt geht's so wunderbar. Das prima, und da hinten fährt der TGW wahrscheinlich gerade lang. Auf jeden Fall ein Zug fährt da lang. Schöne TGW hier. Der Schnellzug in Frankreich. Also ich hoffe, es ist der TGW. Aber der müsste es ja sein. Frankreich ist der TGW. Das sollte nicht das Problem darstellen. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, so ein Zug. Wobei, ich glaube, Zugsimulator wäre, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube, das wäre sogar noch ein bisschen langweiliger als das hier. Ich weiß nicht, ob ihr es aushalten würdet, wenn man hier zum Beispiel sowas hier wie Pro Train spielt. Habe ich zum Beispiel die Strecke Kassel-Frankfurt. Das wäre, glaube ich, ziemlich langweilig, wenn ich hier fahre, zumal ich immer das Problem habe, dass ich eh zu spät ankomme. Deswegen mache ich meistens immer freie Fahrt. Nur da musst du dir halt immer deine Weichen so stellen, dass du auch wirklich da ankommst. Dass dann von Kassel-Wilhelmshöhe auch nach Frankfurt Hauptbahnhof kommst und nicht an irgendwie so ein Abstellgleis endest. Fährst dann so in eine Nebenstrecke rein und dann ja, edgy badge. Das war die Strecke eben nicht. Was mir noch so ein bisschen fehlt, ist die Strecke Kassel-Hannover. Pro Train, einmal über die ICE-Strecke und einmal über die normale. Aber es ist nichts passiert. Wir haben nur irgendwie 400 Euro im Abzug bekommen. Ich frage mich gerade, was das war. Aber da war ich eben gerade abgelenkt von dem Erzählen. Aber ich habe eigentlich auch hingeguckt. Also ich weiß nicht, was das war, aber es ist zum Glück kein Schaden entstanden. Ist mir jetzt egal, ob die uns hier wieder 400 Euro abziehen müssen oder nicht. Ja, dafür haben wir keinen Schaden, weil ich sage, wenn wir Schaden bekommen hätten, hätten wir auch 400 Euro wegbezogen bekommen. Ja, also die Strecke Kassel-Hannover. Ja, das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Also einmal die ICE-Strecke, die es noch nicht so lange gibt. Die ist, glaube ich, auch erst so alt wie ich bin. Das ist, glaube ich, auch Jahre 91 oder so. Und dann eben... Ja, ganz normal über die Landstraße. Nee, sondern über die über das normale regionale Netz. Die bin ich auch übrigens schon gefahren. Zwar jetzt nicht direkt von Kassel nach Hannover am Stück, aber die bin ich auf jeden Fall schon mal komplett gefahren. Die geht ja dann über Göttingen. Das ist noch eine große bekannte Stadt, die noch dazwischen liegt dann so. Ich glaube, da hat es dann wahrscheinlich gekrappelt, weil wir einen fehlen wollten. Dann sind wir, glaube ich, mit dem Trailer hängen geblieben. Zum Glück hat der Trailer keinen Schaden bekommen. Nein, hat er nicht. LPG, was auch immer. LGPS. Irgendein komischer Stoff wahrscheinlich wieder. So, mal wieder ein bisschen beruhigen, die Autos. Das, ich denke mal, die Autos zählen unter zerbrechliche Fracht, würde ich mal meinen. Weil ich habe bisher wirklich noch keinen Autotransporter gehabt. Wenn man das überhaupt fahren kann, aber ich, bestimmt, weil wenn die es haben, warum soll man es nicht selbst fahren können? Würde ich eigentlich auch gerne mal fahren.
Was ich auch, glaube ich, noch nicht gefahren habe, ich glaube, noch nicht mal privat auf dem privaten Spielstand, diese Baugruppen, also diese Fertigbauteile für eine Wohnung, was man auch sehr häufig hier sehen. Aber das ist, glaube ich, wertvolle Fracht dann, glaube ich. Und ich spezialisiere mich ja auf diese gefährliche Fracht. Weil die bringt ja auch am meisten rein. Deswegen ja auch so. Eieiei, schon wieder. Aber ist schon wieder nichts passiert. Wir sind ja richtig Glückspilz hier, aber das muss nicht sein. Jetzt haben wir schon 800 Euro hier Abzug bekommen, weil wir hier irgendwie ständig dahin dran gefahren sind. So, ran. Und 46 Euro. Eine Rechnung nach Calais. Bitte schön, lieber Arbeitgeber, einmal zahlen. Nicht mich über Landstraße schicken. Meine Güte, das ist jetzt schon das zweite Mal. Also alle guten Dinge sind drei, sage ich ja nur. Ich will es nicht hoffen. Und dann haben wir einen Schaden. Eieiei. Ja, aber eben, das war eher mehr so die Panik, weil jetzt kommt die Mautstrecke, da musste erstmal richtig reinfahren und war ich noch nicht ganz mit dem Truck durch und hab dann ja hinten mit dem Trailer den dann gerammt. Weil das unterschätze ich gerne mal. Also wie es eben die Länge des LKWs betrifft. Schätze ich gerne, was blinkt denn da hinten schon wieder? So hell erleuchtet hier oder alles. Ich verstehe nicht, warum diese komischen Absperrungen immer so hell erleuchtet sein müssen. Ob das einfach ein Bug ist oder so. Und wenn, dann soll ich nächstes Mal beheben. Das sieht ja schrecklich aus. Auf jeden Fall, da sehen wir jetzt schon im Navi unser Ziel. Wir sind gleich dort. Dann hätten wir es, das Gute ist, wir müssen wenigstens nichts erkunden. Dann ist das auch immer schnell abgehakt, der Part. Nicht so wie in Southampton, was ja fast 30 Minuten war der Part fast. Ich war eigentlich auch am Überlegen, da wieder was rauszuschneiden, aber irgendwie habe ich es nicht gemacht. So, das musste ich jetzt machen. Damit es hier nicht heißt, hier Vorsicht, Vorsicht. Aua, aua. Knöllchen gibt es oder so. So, dahin fährt gerade der LKW mit den Fertigbauteilen lang. Ist gerade abgebogen. Ach, du liebst ein bisschen. Ich soll mich hier nicht immer zu doll an den Schreibtisch anlehnen, weil da kriegt man immer schön einen Abdruck in die Haut rein. So, komm. Du verzögerst nur den Part unnötig in die Länge. Blöde Ampel. Genau, das erste Mal sind wir damals in Paris direkt reingefahren. Also wir fahren wieder zu dieser einen Firma, die so ein bisschen abgelenkt, ja, ein bisschen abgelenkt ist. Ja, ich war heute ziemlich abgelenkt hier, was die Quests hier angeht, sondern die abgelegene Firma. Das hört sich dann schon viel besser an. Da fährt gerade der Mercedes, der Renault wieder vor. Ja, Renault, so, ach, die haben keine gute Leistung einfach hier. Mein Gott, fahr doch mal. Ich frage mich, warum haben denn die anderen auch grün? Was ist denn das für eine bescheuerte Verkehrsregel? Es kann ja nicht sein, dass die auch grün haben und wir müssen dann warten an der Ampel. Da hast du eine grüne Ampel und musst warten. Also ich glaube es ja wohl. Das wäre es ja. Ich glaube, das wäre die Möglichkeit, womit ich überhaupt mal einen Unfall bauen würde. Weil ich sehe Ampel grün, fahr los und dabei kommt da irgendwer dann auch einfach so entgegen. Die auch noch am Ende in grün haben. Ja, da ist ja irgendwas schief gelaufen dann wohl. Naja, hier verlassen wir Paris schon wieder, laut dem Schild. Dabei habe ich gar kein Willkommensschild gesehen. Naja, egal. Wieder so ein Autotruck. Und da vorne geht es
hinein in diese Firma. Warum blinken die Strommäste für die Flugzeuge? Und da rein. Ich weiß gar nicht, haben wir Flugzeuge schon mal gesehen? Ich glaube noch nicht. Wird auch mal Zeit. So, auf jeden Fall jetzt hier erstmal hier reinfahren und dann langsam abbremsen und Eingabe, und damit haben wir es geschafft. LPG von Chrysler Paris geliefert. 5.225 Euro plus 295 Erfahrungspunkte. Damit immer Level 5 Entry hast. Ja, ein paar in den nächsten beiden Auftritten spätestens dann sollen wir ein Level haben. Und das war's für heute vom Eurotruck Simulator 2. Bis zum nächsten Mal. Ciao.